Ja, also herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Nill. Ich bin sozusagen der selbsternannte Direktor des Nill-Museums, was sich hier befindet in Hamburg-Bilbrook. Sometimes I wonder if I know where I'm going. I go for a walk like this. It seems I have been walking for years and years and years. And I don't know where it is taking me. Meine Kunst gehört ja ins Museum. Und ich habe gesagt, wenn meine Kunst nicht ins Museum kommt, dann baue ich mir mein eigenes Museum. So, das war erstmal so der erste Gedanke. Und dann habe ich überlegt, naja, was baue ich da ins Museum? Und ich hatte damals so, naja, so ein paar Inspirationen, so aus, eher aus Naturkundemuseen, so, ne? So Dioramen und so. Weil ich kam dann von der Malerei, hatte da irgendwie ein bisschen Probleme mit und habe dann angefangen, diese Dioramen zu bauen. Also die Szenen, die ich vielleicht vorher gemalt hätte oder was irgendwie nicht richtig geklappt hat, die habe ich dann gebaut. Und ruckzuck hatte ich so ein Museum. Warum bin ich nach Hamburg gekommen? Bisschen das Studium natürlich so, weil hier auf der Fachhochschule, ich hatte mir das vorher angeguckt und fand das irgendwie ganz gut. Die hatte auch einen ganz guten Ruf, die Schule, so, um malen und zeichnen zu lernen, so, ne? Das fand ich gut und es war auch ein bisschen, ich hatte ein paar Verwandte hier tatsächlich, habe ich ganz vergessen. Und so ein bisschen Sozialromantik, St. Pauli und so. Also eigentlich bin ich ja eher, komme ich aus der Provinz, vom Dorf so. Und Hamburg war halt so die Großstadt für mich. Also wenn eine Großstadt, ich wollte in die Großstadt und dann war das Hamburg so, ne? Das merkt man, dass ich das nicht so ernst meine, aber viele nehmen das halt sehr ernst. So. Und dann dachte ich, muss ich das jetzt noch ein bisschen mehr ironisieren und dann war das Institut für Hygieneforschung. So, ne? Und Hygiene so in dem Sinne von Selbstreinigung oder das Böse zu bannen sozusagen. Ne? Aber es war okay, also ich fand's lustig. I hear the sound leading me on.